Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Dieses Mal wieder im Greedy-Amount. Zumindest hatte ich mir das überlegt, denn mir ist aufgefallen, wir haben mit Apollyon tatsächlich noch nie den normalen Greed-Mode geschafft. Aber das wäre ja langweilig. Wer fängt denn mit dem normalen Greed-Mode an, wenn es den Greedy-Amount gibt? Das heißt, im Prinzip können wir doch eigentlich direkt mit Apollyon da starten und das ausprobieren. Mich würde mal interessieren, wenn ich den normalen Greed jetzt, also den normalen Ultra Greed im Greedier Mode töte, habe ich dann automatisch den normalen Greed Mode geschafft? Oder wie funktioniert das ungefähr? Da wir ja jetzt noch nie tatsächlich mit Afterbirth Plus gespielt haben, ohne mit irgendeinem Charakter den Greed Mode, den normalen Greed Mode geschafft zu haben, wäre das ja jetzt mal tatsächlich interessant zu erfahren, was? Außerdem, naja, ne, können wir direkt zwei Sachen versuchen zu schaffen. Also los, 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 los. Ist natürlich nicht ganz einfach. Wir wissen ja, Apollyon ist nicht unbedingt mein Charakter. Das ist auch nicht schön. Ausgerechnet ein Curse of the Blind direkt zu Anfang mit Apollyon, wo man ja die Items sonst fressen kann, ist natürlich nicht so toll. Finde ich persönlich. Das ist Meat, das ist Damage und HP ab. Das ist natürlich wunderschön, das nehmen wir gerne. Dankend an und gerne mit Moment. Erstmal gehen wir hier oben rein. So, da gibt es eine Bombe, die bringt mir natürlich nichts. Da gibt es noch ein Herz, das bringt mir erstmal auch nichts. Und naja, die Items sind auch nicht so richtig toll. Wir gehen mal kurz hier rein, weil warum nicht? Da ist, dammit, das ist ein blauer Stein. Damit kann ich natürlich jetzt gerade recht wenig anfangen. Könnt mir die Bombe dann kaufen und nochmal hereineiern. Die Sache ist, das muss oder das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Komm, wir fangen erstmal an. Wir machen erstmal ganz normal hier. Möglichst flott natürlich. Wir dürfen nicht viel Zeit verschwenden. Gut, dass wir das Meat gekriegt haben am Anfang, sonst wäre das mit dem Damage nämlich auch nicht so toll gewesen. Ja, Apollyon mit Void ist so lala. Das Problem ist halt, dass Void nicht unbedingt... Oh Gott, das sind aber... Die halten viel aus. Dass Void natürlich nicht unbedingt ein Item ist, wo man richtig viel von hat später bei zum Beispiel Ultra Greed. Das ist ja so ein bisschen das Problem unter anderem. Oh shit. Ein Portal ist nicht gut. Ein Portal ist gar nicht gut. Hier. Ist da oben noch ein Portal? Nein, okay, da ist nur in Anführungsstrichen eine Fliege. Nein, stirb! Oh, danke. ich wollte die komischen Steinviecher erstmal weg haben. Ja, also ne, bei Ultra ist Void nicht unbedingt sinnvoll, weil es lädt halt nicht auf. Das ist ein langer Bosskampf. Da bringt das... Oh, dammit. Au, das war blöd. Da bringt das alles nicht so viel. Schön ist natürlich jetzt gerade, dass ich mich gerade nicht mehr darum kümmern muss, wie viel Leben ich so verliere auf einem Stockwerk. Ich habe in letzter Zeit zu viel versucht, irgendwelche... Wir sind immer noch nicht beim letzten, das ist ja fürchterlich. Zu viel versucht, irgendwelche Engelsräume oder so zu kriegen, sodass ich irgendwie oh Gott, das ist ganz, ganz, dammit. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn ich Leben verliere, drin habe. Es ist natürlich auch nicht schön, wenn ich Leben verliere und die Gegner sind sowieso nicht schön und überhaupt und, okay, wir werden gleich natürlich erstmal, das ist natürlich das Gute jetzt gerade, im Gegensatz zu einigen anderen Charakteren, wo man tatsächlich mehr hat, weil die immer wieder aufladen ihre Sachen. Können wir jetzt einmal kurz zumindest flott das Item holen, was auch immer da noch liegt. Ich hoffe, es ist was Ordentliches. Ich hoffe, es ist was Sinnvolles. Hey, Shot. Okay, das ist nicht so toll. Aber da lag noch ein blauer Stein. Und da es hier eine Bombe im Angebot gibt, denke ich, lohnt sich das in jedem Fall. Egal, was drin ist, ein Stein wäre schön gewesen, aber das ist natürlich so auch nicht schlecht. Okay. Ja, warum nicht? Nehmen wir durchaus mit. Den Eye-Shot. Ich meine, so toll, dass jetzt gerade irgendwie da einmal durchgegangen ist. So wenig halte ich davon. Das wäre so ein Item gewesen, was ich wahrscheinlich gevoidet hätte. Möglicherweise. Und gehofft hätte, dass ich dafür irgendeinen sinnvollen... Schande. Oh, Schande. Das ist nicht so schön. Das ist gar nicht so schön. Böse. Böse Bosse. Entschuldigung. Ihr wisst ja, euer armer Snizzle ist immer noch ein bisschen krank. Das heißt, da müssen wir ein bisschen mit leben, dass ich jetzt immer noch manchmal das große Husten kriege. Ich werde versuchen, mich vom Mikrofon wegzudrehen dabei. Alter, ich werde hier bombardiert. Das ist ja fürchterlich. Okay, er ist schon mal wenigstens tot. Jetzt müssen wir ihn noch töten.
Wobei ich, glaube ich, gerade erstmal den hässlichen Bug töte. Weil er nämlich auch ein bisschen tatsächlich nervt. Und da hüpft er nochmal. Ein bisschen aufpassen hier. Wenn der zu viel rumhüpft. Manchmal hüpft er so schnell und das ist dann nicht so schön. Ja, das ist mir egal. Ich kann natürlich auch einfach immer um den rumlaufen, aber es nervt irgendwie auch, wenn man die ganze Zeit laufen muss. Das meine ich, der schnelle Sprung. Der ist etwas unschöner. Finde ich persönlich. Ja, saug sie an, ist aber gut, weil dann kann ich sie töten, während sie in deiner Nähe sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe ihn nicht. Hieß es halt, wenn ihr den schnellen Sprung macht, wenn man dann gerade irgendwie dabei ist, die Richtung zu wechseln, dann hat man natürlich Probleme. So schnell mal das Ding töten. Er ist ja jetzt tatsächlich in das Evil Eye direkt so reingehüpft. Das macht, glaube ich, so ganz normal Schaden, ne? Irgendwie. Wenn es dann den Gegner trifft oder so, den Boss in dem Fall. Uah, das war gerade schon wieder irgendwie close. Ich lasse mich in letzter Zeit öfters mal fast von der komischen Artillerie treffen. Das ist nicht so clever. Das ist gar nicht so clever. Okay, wenn das Ei natürlich da einmal so richtig lange drauf zufliegt, ist das echt gut. Jo, hätte ich gerne. Also vor allem hätte ich unter anderem gerne das zusätzliche Geld. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Das vergisst man ja immer. Aber da kommt ja auch noch Bullshit. Da kommt ja auch noch Geld bei raus. So, den hätte ich gerne weg da, wenn es geht. Weil ich... Au! Dammit, ich hab die Spinne nicht gesehen. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Das war ganz, ganz fürchterlich schlecht. Da ist noch eine Spinne. Da ist noch eine Spinne. Und da ist das komische Ed-Viech noch. Ah, auf. Au. Jetzt habe ich die Spinne nicht gesehen. Ich bin sehr unaufmerksam gerade. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ah. Jetzt komme ich gleich wieder bei den hässlichen Spinnen vorbei. Das ist ganz schlecht. Bei denen, die ich dieses Mal zum Glück gesehen habe, wenigstens. Die sterben auch gerade irgendwie gleichzeitig, ne? Ich da, nicht mal irgendwie einen schneller von Tod oder so, ne? Nö. Das wäre ja sinnvoll gewesen. So, bitte jetzt. Damit, ich sehe gar nicht, was es ist. Gott verdammt. Na gut, wir haben zumindest noch eine Münze mehr. Weiß nicht, hat sich wahrscheinlich nicht so richtig gelohnt. Oh, guck mal, noch eine Münze. Da ist jetzt natürlich, dann könnte man theoretisch direkt auf dem nächsten Stockwerk einmal was kaufen. Wir haben ja den Schlüssel auch schon, das heißt, da müssen wir nichts... Wir haben schon wieder einen Curse of the Blind, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Toll. Orbiting Tier. Ja, nein, Na toll. Verkaufen kann ich auch nicht wirklich sinnvoll was, weil wer weiß, was das alles so ist. Die Hälfte davon ist wahrscheinlich Blödfug. Ja, die Orbiting Tiers sind... Oh Gott, der orbitet ja jetzt auch. Ach du Schande. Ja, das ist alles nicht so gut, ne? Die Orbiting Tiers sind auch ungefähr eines der schlechtesten Items, was man hier kriegen kann. Weil, selbst wenn ich halbwegs ordentlich Schaden mache, irgendwie, ich treffe halt nichts. Das heißt, es werden immer mehr Gegner werden hier. Wo ich dann natürlich immer schneller Gegner treffe, so ist es nicht, aber... Das ist trotzdem ganz, ganz fürchterlich. Das ist richtig, richtig fürchterlich. Aber auch so schnell hintereinander, also direkt am Anfang, ausgerechnet mit Apollyon wohlgemerkt, die Curse of the Blind zu kriegen, ist auch echt gemein, ne? Das ist schon ziemlich gemein, wenn wir mal ehrlich sind. Ich laufe auch nur so in der Pampa rum, weil zielen ist ja sowieso nicht viel mit her, ne? Ja, okay, der ist tot. Ich kann natürlich immer... Eigentlich muss ich halt in die entgegengesetzte Richtung, ne? Wir erinnern uns. Ich habe die schon so lange nicht mehr gehabt, die komischen Dinger hier. Ja, ich versuche den Run jetzt, ne? Mir ist das egal. Wir machen das ja immer so. Wir versuchen die Runs auch mit den gummeligsten Items, die wir kriegen. Versuchen wir das irgendwie hinzukriegen und zu schaffen. Weil es kann ja auch noch funktionieren. Bäh, man weiß es ja nicht. Wenn ich jetzt... Bäh. Weiß gar nicht, was passiert, wenn ich mit den Orbiting-Tiers... Ich kenne viele Kombinationen, die man mit den Orbiting-Tiers vielleicht kriegen könnte, gar nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Oh, Schande. Au, das war blöd. Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel noch den Brimstone kriegen würde oder so? Ich meine, keine Ahnung. Keine... Autsch. Dammit. Oh, oh. Keine Ahnung.
Ich muss mich ja tatsächlich auch gerade irgendwie so blöd bewegen, um irgendwie sinnvoll Gegner zu treffen. Das heißt, es ist nicht so einfach auszuweichen. Ich weiß, dass ich gerade irgendwie gegen Gegner laufe, gegen die normalerweise kein Mensch laufen würde wahrscheinlich. Aber da ich Dinge treffen muss, mit den Tränen, die um mich rum, das ist nicht ganz einfach. Das könnt ihr bestimmt verstehen. Oh, natürlich. Natürlich kommen jetzt Spinnen als Gegner. Die sind ja noch schwieriger zu treffen. Die sind ja sowieso schon immer nervig zu treffen. Aber so? So treffe ich die ja gar nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Schande, ja. Achso, da war noch eine kleine Spinne. Die habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich kann so schnell unter dem durchhuschen. Aber nö, nicht so. Na gut, komm, machen wir es nochmal von vorne. Diesmal bitte ohne direkt einen Flug zu kriegen. Ein Kochlöffel. Die Frage ist, brauche ich Speed? Nein, brauche ich nicht. Oh, guck mal, da kriegen wir... Ich glaube, das ist Reichweite, oder? Ist es Reichweite? Ich glaube, es war Reichweite. Oder ist... Nee, Moment. Reichweite ist der Bogen, ne? Ich glaube, es ist schon Schussgeschwindigkeit, was ich gerade gekriegt habe. Holy crap, da geht es einfach so nach unten. Okay. Spannend. Das Ding wäre natürlich toll. Und der Schlüssel wäre natürlich toll. Ich weiß nicht, ob wir beides kriegen können. Tatsächlich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das überhaupt geht. Schussgeschwindigkeit ist gerade tatsächlich gar nicht so schlecht, ne? Ja. Eigentlich, weil, ne, wenn man... Ah. Dammit. Wenn man hier schneller schießt, hat schon was. Kann helfen. Kann helfen. Nehmen wir an, das war genau. Da oben ist noch ein zweiter Mini-Poop. Und kein großer oder so. Hätte natürlich, kann natürlich auch immer sein. Oh Gott, das sind ganz schön viele Gegner, die ganz schön viel Schaden machen. Okay. Noch so ein Ding. Das ist ja irgendwie... Da! Das ist ja irgendwie crazy, wollte ich sagen. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Geh weg. Shit. Das ist langsam... Jetzt ist das langsam nicht mehr so lustig hier. Und ich muss echt aufpassen, dass ich nicht an der Stelle da bin, wenn... Oh Gott. Oh Gott. Wenn irgendwelche bösen Dinge passieren. Stirb! Sehr gut. Einer weniger. Ich dachte mir schon, dass da noch eine Bombe... Oh, shit. Noch eine Bombe rauskam. Oh, shit. Und dann noch ein Portal dazu. Das ist nicht gut. Das Portal ist weg. Okay, never mind. Kein Problem. Also, ich muss aufpassen, dass ich gleich nicht auf dem komischen Portal stehe. Das wäre sehr... Also, auf dem Portal, sage ich schon. Auf dem Ding nach unten. Auf der Treppe. Das wäre sehr, sehr... Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe mit dem Ausweichen gerade. Während die mich doch doof in der Pampa rumgeschoben haben. Keine... Ah. Hilfe! Es wird immer schlimmer! Hilfe! Ich will nicht! Ich will gar nicht! Au! Ich dachte, ich kann vielleicht drunter durchlaufen. Sieht aber schlecht aus. Das sieht insgesamt gerade sehr, sehr schlecht aus. Es sind zu viele Spinnen! Zu viele Spinnen. Ich hab noch kurz gestoppt, aber... nö. Oh Gott, ist das crazy gerade. Warum ist das gerade so extrem schwierig? Ja, nicht schön. Gar nicht schön. Oh, guck mal, da gibt es direkt eine Münze. Das ist leider nur eine. Das ist wieder ein HP ab. Ja, komm, ich nehme auch ein HP ab gerne mit, weil wegen irgendwelche Teufelsräume. Die Items da drin sind eigentlich zu gut. Oh. Oh, ich brauche Bomben. Dammit, und hier gibt es natürlich keine Bombe. Oh, warum? Ausgerechnet jetzt. Da ist was für eine Bombe. Hier ist was für eine Bombe. Und da ist noch was für eine... Oh Gott. Das sind leider keine Bomben. Dammit. Aber das ist nicht schlecht. Da kriege ich nämlich nochmal Geld. Das ist gar nicht schlecht. Ich nehme natürlich trotzdem noch das mit, weil... ne. Das ein Leben verlieren und so. Oh Gott, wo... Nee. Schade. Also es sei denn natürlich, dass nicht, wenn da jetzt Bomben im Itemraum drin sind, wäre das extrem cool, tatsächlich ausnahmsweise mal. Warum habe ich eigentlich gerade so extrem viel Pech mit den Räumen? Die sind alle total fies. Also die... Das sind so viele Gegner hier, dafür, dass ich so wenig Leben habe. So wenig Damage habe vor allem. Ist das sehr, sehr ungünstig. Okay, ich sollte vielleicht erstmal die Typen hier oben... Wir machen das mal wieder. Ich habe irgendwann mal den Plan gefasst. Wir machen das einfach. Wir bleiben jetzt hier oben. Geplanterweise. Was natürlich nicht geht, wenn solche Gegner kommen. Und töten hier oben möglichst viel. Und so, dass wir das hier ein bisschen frei haben quasi. Dass wir uns hier bewegen können.
ist der Plan, wenn ich... Oh shit, und jetzt kommen die natürlich. Oh Gott, da ist auch noch ein Unsichtbarer. Und die. Ja, das ist natürlich doof. Jetzt kann ich nämlich meinen Plan vergessen, hier unten zu bleiben. Oh, das wird doch wieder genauso wie gerade hier. Es sind zu viele Gegner. Ich kann nicht sinnvoll... Ich kann nirgends sinnvoll hin ausweichen. Und werde sterben wahrscheinlich. Es ist genau wie gerade. Können wir bitte den da... Oh, den da irgendwie... töten. Ich glaube, die haben mich gerade ein bisschen gerettet hier. Die Viecher. Ja, und dann auch noch ein Portal dazu. Das Spiel hasst mich doch. Das Spiel hasst mich doch absolut. Spinnen! Sind die... und das Portal ist immer noch da. Holy crap. Oh Gott. Oh Gott, es wird schlimmer. Stirb doch bitte. Stirb doch bitte du erstmal. Genau. Danke. Also ich dachte, das wäre... Ja, natürlich ein Charger. Ist klar. Da kommt auch der Charger dazu. Ihr habt doch alle Lack gesoffen, habt ihr doch. Was ist denn hier los gerade? Nein, will ich immer noch nicht. Oh, guck mal, das ist ein bisschen Damage und ein bisschen Lack. Ah. Ist das irgendwie Void? Zählt Void als extrem tolles Item und deswegen gibt es fiese Kombinationen an Gegnern hier? Weil wir wissen ja alle, dass je tollere Items man hat, desto schlimmer ist das hier im Greed Mode. Und es wirkt ein bisschen so, als wäre das vielleicht der Fall. So, was haben wir denn hier? Companionship. Geil. Naja, geht so. Ah, komm. Für den Anfang. Wäre ja auch langweilig, wenn man mal hier direkt... Ja, wobei, es geht noch. Ich kriege sie alle tot, bis die nächsten Gegner kommen. Das müsste ich mit denen auch noch problemlos hinkriegen. Vor allem auch ohne Leben zu verlieren. Wir haben auch gar nicht so viel Leben gerade. Jetzt wird es schon wieder interessanter hier. Machen wir erstmal hier möglichst alle auf einer... Aber das ist der Damage. Der Damage, der hilft mir gerade extrem. Ach du Schande. 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 Funktioniert aber. Okay, perfekt. Der Typ muss dringend sterben, damit ich hier sinnvoll ausweichen kann überall. Bei Bedarf. Die anderen sind nämlich relativ langsam. Den sollte ich auf jeden Fall noch tot kriegen vorher. Da, bevor die nächsten Gegner kommen, wollte ich sagen. Die Spinnen. Die Spinnen und der Springer sind in diesem Fall gerade das Wichtigste. Wobei, das ist gar keine Spinne da oben, das ist nur so ein... Hilfe! Warum sind da schon wieder Spinnen bei gewesen jetzt? Können da nicht nur diese komischen Typen kommen? Nö, das Spiel mag mich ja nicht. Deswegen geht das nicht. Und, au, da komme ich nicht ganz um die Ecke rum. Shit. Jo, das sieht schon wieder nicht so toll aus hier, ne? Es ist unglaublich. Es ist echt unglaublich. Ich komme gerade nicht über das erste Stockwerk hinaus. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, ein Portal. Natürlich, gib mir noch ein Portal, ey. Gib mich doch auch. Okay, das oben ist wenigstens schon mal weg. Ich hätte gerne das schießende Viech tot, wenn es geht. So, und den. Wenn es geht, den. So, perfekt. Es sind auch die letzten Gegner. Das ist die schießende Fliege. So, das sind erstmal die letzten Gegner. Dann können wir gleich erstmal gucken, was wir noch so für Items kriegen da. Das sollten wir hier wohl problemlos schaffen. Was wir in dem Itemraum so kriegen. Eieieiei, hier ist ja was los gerade. Ich will mir auch kein Leben kaufen, nicht auf dem ersten Stockwerk. Das ist so völlig verschenkt. All Stats Up ist natürlich... Das ist natürlich, das, ja. Kann ich noch irgendwas tun, irgendwas Sinnvolles? Nö. Dafür kriegen wir dann einfach zwei Monstros, weil, ne, was soll man sonst machen? Wenn der Spieler irgendwie ausnahmsweise mal ein, zwei sinnvolle Items kriegt, dann müssen wir nämlich natürlich zwei Monstros, zwei. Au, zwei Mega-Monstro-Viecher in den Weg stellen. Oh toll, der auch noch. Geh doch weg, lass mich doch irgendwie in Frieden. Können wir erstmal die Monstros tot haben, bitte? Das wäre super. Das Schöne ist, er kommt nicht einfach so zu mir, ohne irgendwie an der Seite rauszufahren. Und dann macht er einen Ton, das heißt, das kriege ich auf jeden Fall mit, wenn er es tut. Also kein Problem in dem Fall. Ah. Oh oh. Geh weg, geh bloß weg, geh ganz schnell weg. Ah. Ach, das
ist der. Der ist tatsächlich, das finde ich fast fieser, als wenn er normal schießt. Weil, wie gesagt, in letzter Zeit bin ich da nicht gut drin, dem Kram auszuweichen. So, was können wir denn noch so nehmen? Die Kohle bin ich nicht sicher, ob ich die haben will gerade. Den PhD ja auch nicht. Ja, komm, dann müssen wir es sowieso machen. Oh ja, klar. Schuhe, natürlich. Ihr wollt mich doch alle veräppeln, wollt ihr mich doch. Im Prinzip muss ich, oder kann ich die ganze Zeit laufen, hoffen, dass ich nicht sterbe. Nö, nö. Das erste Stockwerk hier ist gerade Schluss bei mir. Ah, Mann. Das ist wieder ein HP ab. Ja, Sekunde. Sekunde. Das ist schon wieder so ein Ding. Ein günstiger Schlüssel. Das ist ganz um. So,